den geilsten Shop auf der Erde gerade. Also müsst ihr euch jetzt gönnen. Ich zeige jetzt eben. Viele Leute werden sich denken, WTF, was ist das? Das ist. Aber ich denke nur, 90% von euch, wenn nicht sogar 100, kennen. Und ja, das Set, das hier drin ist. Das nennt sich das heute ist das DJ-Set. So wird das genannt von mir jetzt zum Beispiel. Weil hier ist alles DJ. DJ, das ist jetzt auch so ein bisschen. Ja, DJ, Nachtlicht, so Party, hier auch so Party. Das ist hier so Tanzen, das ist immer Party. Dann hier haben wir noch Disco-Party, den Remote für den DJ. Dann haben wir hier noch Marschpause und spätestens jetzt. Bei dieser Musik sollte ich einstellen, was dazu passt. Ich würde sagen, da passt nur ein. Person dazu und das ist Marshmello. Das ist ein amerikanischer, so ich weiß, DJ, der richtig bekannt ist, auch mein Favorite DJ. Und von denen haben Fortnite hat jetzt anscheinend eine Kooperation mit dem und das ist der Skin von denen. Aber ich gibt Leiter auch richtig feier. Also, aber er war jetzt zum Skin. Der hat hier oben in seinem Kopf lachenden Smiley, so mit Kreuzaugen, was mit Boxen gekleidet ist, dann geht es hier runter mit Magazin. Das ist eigentlich bei jedem Skin so. Hier jetzt Granaten, die auch mal anders aussehen. Die haben jetzt mal eine andere geile Form. War auch schon beim Hasen so. Das ist ein komplett weißer Charakter. Ohne Backpack, leider das Epischen hat kein Backpack. Ist traurig. Der ist reaktiv. Das bedeutet, hier unten, soweit ich weiß, an den Beinen, wo diese gezackelten Striche sind, da sollte es dann blinken, wenn ihr tanzt. Das werdet ihr nachher sehen. Ich werde mir wahrscheinlich den Skin kaufen und werde dann mal ja einfach noch mal aufnehmen und das euch zeigen, wie der tanzen tut. Und jetzt werden wir jetzt mal zocken, Leute. Weil so dieser Skin ist geil. Ich bin zwar nicht so der männliche Spieler, aber das würde ich richtig oft spielen. Jetzt seht ihr es da unten. Das hat unten und dann schon blinkt es dann, wenn ihr tanzen tut. Das ist mal was Neues, dass wenn ihr tanzen tut. Und, soweit ihr weiß, am Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht ganz, ich glaube um 18 Uhr, kann ich euch alles demnächst nochmal sagen, alles. Weil ich kenne mich damit nicht aus, wenn ich aus, ich habe hier kein Blatt liegen, wo alle Termine draufstehen. Aber Samstag, Sonntag oder um die Uhrzeit 18, 19 Uhr, darum die Zeit, wird in Pleasant Park ein Live-Event. Da fliegen wir jetzt hin, Leute. Ich will jetzt sehen, ob die da weiter aufgebaut haben. Die bauen nämlich momentan Station für Station da auf. Und da wird dann wahrscheinlich ein Epic Games Mitarbeiter in jeder Fortnite Lobby, das habe ich ja mit Freunden und die Theorie aufgestellt, ein Epic Games Mitarbeiter in jeder Lobby, also es werden vielleicht 1000 Epic Games Mitarbeiter sein, die sich dann da hinstellen, die schon den Marshmallow Skin dann anhaben, unsterblich sind. Also die dann Unsterblichkeitskrank oder sowas haben, nicht sterben können, was ja auch unsterblich bedeutet. Und dann sich da hochstellen und einfach, ja, tanzen. Dann haben die vielleicht ja noch verschiedene Upgrades drauf, weil ich bezweifle stark, dass den Charakter da jetzt hinstellen. Und der will ja auch vielleicht sogar noch auf die Zuschauer einreagieren. Also ich könnte mich, also auf die Player, deswegen würde ich denken, dass da wirklich ein Epic Games Mitarbeiter das machen tut. Das wird halt ein riesiges Konzert, wahrscheinlich werden dann auch richtig krasse Boxen, die ganz Pleasant Park umhüllen und alles. Werden da wahrscheinlich auch noch Poster und sowas hängen. Und mit dem Skin, den ich gerade spiele, das ist leider die Pickaxe nicht, aber die passt nur relativ gut dazu. Das ist der Schneefall-Skin. Gestern wurde er als erstes mal freigeschaltet. Also gestern konnte man ihn schon bekommen. Ich habe ihn auch gestern gleich geholt. Ja, wir haben weiter aufgebaut. Ihr seht jetzt hier. Hier bauen sie auf und hier wird dann das Live-Konzert auf. Hier wird dann das Live-Konzert von Marshmello aufgeführt werden. Da ist man sich schon zu 100% sicher. Das hat Epic Games auch schon bestätigt. Also die machen jetzt momentan echt richtig gerade richtig, richtig krasse Live-Events. Und auch viele. Weil es war ja letztens erst das Eiskönig. Und jetzt machen sie noch das. Also das ist echt. Da frage ich mich, wie sie das alles zeitmanagen wollen langsam. Ich habe schon so von Freunden ge und so gehört, dass wir, glaube ich, noch ein Live-Event bringen wollen. Die wollen vermutlich noch mal was danach bringen. Das ist schon unnormal, was die jetzt machen wollen. Machbar ist es, aber unmenschlich. Das ist echt unmenschlich, wenn man so viele Live-Events macht.
irgendwann wollen ja die Fortnite-Player auch da mal so runterfahren können und nicht jeden Samstag oder Sonntag jetzt irgendwo stehen müssen. Und da müssen sie nicht, ja. Aber nicht jeden Sonntag, Samstag irgendwo hin wollen, wenn sie das sehen müssen. Oder auch auf YouTube, dann einfach mal abschalten können. Das geht halt momentan nicht. Momentan ist Fortnite zu um halb, die müssen gerade richtig springen. Wer die Nachrichten so ein bisschen mitverfolgen tut, hat vielleicht mitbekommen, dass Fortnite das meistgehypteste und meistgekaufte Ingame. Ja, das ist auch absolut der Bob. Was war das jetzt? Ich schieß mich da durch und der trinkt weiter. Hä? Seine Logik! Oh, jetzt liegt hier sogar der Looten. Was soll ich jetzt mitnehmen? Wenn ich hatte unter den Druck. Ich habe so viel Heal dabei. Sagen wir Riften und nehmen das damit. Pumpgun, ganz wichtig. Jetzt kriegen wir einfach zu einem anderen Haus. Riftverschwendung, Eta. So, auf jeden Fall wag ich persönlich, das wird einer der geilsten Live-Events jetzt momentan. Ich bin ja Schild hier Baba. Es gab ja schon viele Live-Events. Schon so um die Zahl, ja schon so 10 Stück. Und gab ja auch eine Season, wo ich nicht da war, also wo ich einfach mal ja eine Entspannungspause brauchte von Fortnite. So wage ich es jetzt mal. Auch von mir selbst ein bisschen angeordert. Gab es ja bestimmt auch sehr viel. Es war ja Season 5, soweit ich weiß, wo der Drift und alles drin war. Bisschen traurig, ich wollte am Ende dann nochmal zocken und da habe ich es absolut verpeilt, Fortnite wieder zu holen. Ne? Ich habe schon Angst gehabt, dass mein Account weg ist. Ne? Da habe ich schon mit vielen Freunden gesprochen, ob der weg sein könnte, weil das war so panisch, dass mein Account weg sein. Weil man ist jetzt schon ein bisschen was wert, ne? Gut, damals hatte ich vielleicht jetzt noch nicht so allzu viele Skins. Was ich euch empfehle, kauft nur die Skins, die ihr wirklich haben wollt. Weil ich habe mir viele Skins gekauft, die einfach cool aussehen, aber die, auf die ich nicht so richtig feier. Ich habe mir so viele Skins in meinem Spind und in Wirklichkeit spiele ich dann nur so 3-4 Skins mein. Die anderen Skins liegen nur in meinem Spind rum und sehen da schön aus, ne? Aber kauft euch wirklich nur die Skins, auf die ihr richtig feiern tut. Wo ihr sagt, boah, den würde ich fast jede Minute und jede Stunde, Sekunde spielen. Und wenn ihr dann, wenn ihr gar nicht so Skins kaufen wollt, dann kauft euch einfach den Battle Pass. Und wenn ihr Geld ausgeben wollt. Und ich habe Freunde, die haben sich das Starterpaket geholt. Haben sich RDW geholt und das Starterpaket holen, kriegen somit jeden Battle Pass. Das ist eigentlich so schlau. Weil so müssen die nie wieder Geld ausgeben. Haben sich einmal 35 Euro ausgegeben. Mit Starterpaket einberechnet. Müssen jetzt nie wieder Geld ausgeben, weil sie sich einfach, ja, weil die immer V-Bucks haben. Ich habe auch RDW, aber spiele es wirklich nur, wenn ich die V-Bucks benötige, so stark für irgendeinen geilen Skin oder so. Dann spiele ich ein bisschen. Fuck, habe ich ihm Headshot gegeben. Oh, fuck, habe ich ihm Headshot gegeben. Das ist so ein Troll, bruh. Oh, das ist ein random Headshot. Das ist ein random Headshot. Oh, fuck. Ich muss aufpassen, er hat die neue Kampf. Hat viel zu gefährlich. Oh, ich kann ihn gerade auch nicht. Endlich habe ich ihn. Obwohl, jetzt mal, ich brauche jetzt die Charlie Scar hier. Hallo? Hi. Hallo? Ja, hi. Ich bin gerade eine Runde. Und ich mache gerade einen Livestream. Okay. Ich. Was? Sehe ich. Okay, gut. Boah, wie findest du einen Marshmallow-Skin? Ich habe gerade meine Zuschauer-Punkt gehypt. Das. Du leckst bei mir ab dem Karton. Ich raste so sehr. So ein Scheiß.
Also. Jetzt steckst du gerade nicht mehr. Wie findest du den Marshmallow-Skin? Ja, Junge, das ist einfach mein Internet. Junge. Das ist richtige Bambusleitung, Junge. Oma-Leitung, sein Vater, Alter, ohne Scheiß. Also Marshmallow-Skin findest du nicht cool? Doch. Warum nicht? Ich hab nur gefragt. Also ich find's cool. Alles gut. Ey, hast du auch wie die Pros diese Steuerung anders? Was denn? Hast du die Steuerung anders? Auch anders? Das mit den, wie heißt's? Dreieck und so bearbeiten. Nö, ich hab die jetzt noch nicht anders. Ich krieg das bei mir spackt jetzt über rum. Wow, wie viele Raketen, unnormal. Ich hab die mit Dreieck bearbeiten und so immer. Ich bin meine normale Steuerung gewöhnt, aber ich würde auch, wenn ich hinbekommen würde, würde ich es mir auch umstellen. Den haben wir jetzt die Trap. Boah, der besser FFG wäre es lecker. Also eine blaue Chalet. Er schmeckt auf jeden Fall. Ja, episches Gar. Charlie, weil ich die Charlie mehr mag als die normale. Die ist bei mir präziser. Dann noch neue Pumpgun, epischer Raketenwerfer. Wo soll ich mich beschweren? Ach. Gut, voll Holz. Kennt ihr diese kleinen Kinder? Die sind richtig frech. Okay, ja. Kennst du das? Ja, aber schon ein paar von so Freunden, von denen die kleinen Brüder. Ach, der sind meistens die schlimmsten. Geht so, das nicht angezeigt, aber ich benutze bei Jump Pad. Was gleich aus, Alter. Ich hatte mal ein Kind hier, ne? Also. Junge, was ist das für ein Hundesohn, Junge? Ich raste aus, Alter. Ich schicke dieses Game, Alter. Ohne Scheiß. Es ist so ein dreckiges Hurensohn-Game geworden, Alter. Ohne Scheiß, streame, Alter. Ich streame! Guck nur, ich hab mal von einem Freund den kleinen Bruder da und der war, mein Freund war auch da, ne? Der wollte halt unbedingt mit mir Fortnite spielen. Ne, und da, ich hab halt einen Scuff, ne? Und ich war zu faul, jetzt meinen Controller zu wechseln. Da hat er auf meinem Scuff gespielt, der war so voll geschwitzt, dieser Controller. Da sind oben schon von dem Daumen, vom Daumenpaddel, sind schon, der Gummi ist da schon abgezogen, weil der so nass geschwitzt war. Das ist unnormal gewesen. Er ist halt einfach noch zu jung, um Fortnite zu spielen. Man sollte jetzt mit 5 Jahren noch kein Fortnite spielen, finde ich jetzt so persönlich. Oder wird noch jünger. Oh, Marshposten, der ist so dumm, der Tanz, ne? Dieser von Marshmallow, dieser Tanz. Ja. Ja, moin, hat er uns nicht drin gepackt, ist voll unfair. Ihr seid alle gleich, bitte meine Liga. Doch, 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 wir beide kommen und schuppen aus dem Sieg nach. Kriegst du mir Ball? Nee. Weil ich bin gerade in der Runde. Ach so, okay. Unnötig. Boah, ich muss in der Viertelstunde auch aufgehen. Wie viel gucken dir zu? Keine Ahnung. Ich habe 610 V-Boxen, kann halt diese mal einen Fanny aufladen nachher. Mal werde ich auch machen mit dem Marshmallow-Skin holen. Marshposen. Ja. Ich finde nur die Musik von dem Tanz geil. Ja, ich auch. Aber sonst, dieser Tanz ist einfach nur scheiße, den zu holen. Ja. Lohnt sich nicht.
Aber der Kleider von dem, der ist übel billig für 500 V-Bucks. Also der hätte ruhig schon mal 1200 sein können, ne? Oder 800. Oder was da für eine Reihe gibt. Ich brauche diese ganzen Pinsch, ich brauche Gegner bei Daumen, weil mir fehlen jetzt noch so. Mir fehlen jetzt nur noch 2500. Dann habe ich das. Dann habe ich endlich diesen Emote von dem. Auf jeden Fall, der Skin ist lecker. Lecker, lecker, lecker ist der Skin. Und dann ist sogar der beste, wie heißt, ja, Schneefall-Skin und halt Ernst-Skins davon, von den Wochen, den es hier gab, finde ich jetzt persönlich. Sei mal kurz ruhig. Aha. Bitte. Der hockt da die ganze Zeit oben. Nur was für ein Noob. Bist du tot oder was? Nein. Oh, kurz vor Level 70 endlich. Ich hör den mal kurz. Wie viel Uhr haben wir? 17 Jahre, 13 Minuten. Ne, in 10 Minuten werde ich aufmachen, ne Leute. Bald noch schnell nach der Runde, wird die lange. Aber boah, ich will nicht wissen, was jetzt für Kategorien kommen. Wahrscheinlich, wenn jetzt so viele da so Solo-Trio spielen und sowas. Oh Gott. Weil Solo-Spot ist so schwierig ist und Solo-Duo ist leicht und dann spielen die Solo-Trio. Boah. Ich hab mich aber auch immer gefragt, warum wird das nicht gemacht. Mal kurz ein bisschen leise kurz. Hallo? Ah ja. Oh, hab ihn. Wir landen hier mal schnell auf dem Schiff, wenn wir das noch packen. Da oben drauf wird keine Waffe, doch eine graue Pistole, aber die wollen wir nicht. Wir gehen an. Wie immer an die Speckschwade. Okay, hier. Oben ist eine Kiste, wir brauchen Holz. Dann krieg ich eh abgespammt. Ja, 3, 2, 1. Oder gepusht. Alter, der nervt ja, übelst der dich. Hat sieben, der war mal wieder voll Schild, Ehre. Oh mein Gott, Alter. Ich habe einfach zwei die Ehre genommen. Aber richtig. Okay. Ja, ich krieg die graue Tech und der hat eine blaue FMG und Schild. Junge, was ich machen? Ehren muss mal wieder voll am Start. Junge, was macht dieser Typ? No Skin vielleicht, Junge. Alter, ich muss los, Digga. Ich muss die Runde liefen. Nein. Oh, muss ich... Oh, ich muss auch gleich los. Jetzt. Warte, ich lass dich kurz sterben. Musst du gehen? Ja. Oh, du Arme. Und du bist gerade mitten in der Runde, ne? Ja. Mies. Ich mach noch hier schnell eine Tilte drin und dann gehe ich auch offline. Weil 5 Minuten habe ich noch. Oh, und dann habe ich heute ja. Nur ganz kurz. So, jetzt habe ich dieses Poster, ja. Das habe ich auch.
Das ist ein Dach. Digga, das regt so auf, Junge. Wenn man da muss los, Alter. Man muss direkt immer los, Junge. Was ist denn das? Ja, das, die Zeit geht im Zocken voll schnell vorbei, Junge. Ich hab so, ich hab mit einem Freund auf seinem Kanal, wir hatten einen 24-Stunden-Stream gemacht, der war bei mir, wir haben so zusammen gezockt, der war auch bei mir daheim, der hat auch bei mir zweimal gepennt. Wir machen 24-Stunden-Stream, haben wir auch durchgezogen auf seinem Kanal, bei mir noch nie so richtig. Und ey, wir haben uns vorgekommen, wir waren 3 Stunden fertig mit dem 24-Stunden. Wir sind einfach immer mal ganz kurz auf Klo und so. Wir hatten Kentucky Fried Chicken und alles hier. Wir hatten Burger hier, alles im Vorrat. Wir hatten Energies. Wir hatten Cola und alles. Und da haben wir das einfach genommen. Da ging die Zeit in. Da waren wir in. Keine Ahnung, gefühlt 3 Stunden fertig. Ey, ich muss jetzt los. Ciao. Ciao. Ey, ich hätte fast den Win geholt und jetzt muss ich los. Hä, wie viel haben noch gelebt? Ich glaube so 20 oder so, das war voll wenig, ja, Alter. 20. Bei 20 ja. Würde ich auf jeden Fall auch ausmachen. Nur jetzt so bei, wenn jetzt noch für 3 leben. Ja, ciao, ciao, weil ich muss los, ja. Ich muss los. Ciao. Ciao. Oh Leute, 4 Minuten haben wir noch, wir machen eine Testrunde, notfalls, wenn wir kurz vorhaben, mache ich halt direkt aus einfach. Ich bin schon angezogen, bin komplett fertig. Hab auch schon gehört. Fuck, ich hab noch nicht gegessen. Ach, das mach ich auf dem Weg. So, gegessen habe ich auch schon ein bisschen. Tablette auch schon genommen. Bin ja noch krank, Leute, ne? Also, ich gehe zwar über Schule, aber muss immer noch Antibiotika nehmen. Oh, die Skin-Kombi ist schon lecker. Ich hab die wirklich noch nie gespielt. Wenn sich jetzt denkt, niemand, der spielt kein schwarzes Ritterschild, aber hat. Ja. Aber ich spiele schon schwarzes Ritterschild relativ oft. Trigger zu den Baby und pushen den unter uns. Aber so mit dem Skin, weil der noch so jetzt Silber und Schwarz passen wie. Obwohl noch Gold besser passen würde. Gold würde noch besser passen. Ja, das ist doch mal los, was ich gesehen will. Jetzt noch die blaue Pump. Das ist doch mal Loot, der mir gefallen tut. Ehre. Von ihnen, er war Baba. Er war der beste Spieler. Hey Junge, wo hat er so Loot her? Okay. Oh Gott, wir haben noch 2 Minuten, Leute. Alter. Oh, geh mal hier hoch. Ballon weg. Oh Gott, warum so viel Fallschaden? Der Gegner. Oh, shit, war das close. Wie close das war. Okay, der hat sich das gesprengt. Wir haben den gerade outplayed. Aufmachen, Leute.
Der hat mir beide Kills gestealt. Wäre lose. Wenn ich jetzt hier keinen finde, ne? Okay, da bin ich der Gegner. Jo, was ist der? Das ist immer so. Wenn ich aufmachen muss, bin ich der beste Spieler auf Erden. Oh, Scheiße. Drück mal noch mehr Schuss. Ja, okay, jetzt bin ich. So, Leute. Peace, ich bin out.